Recht herzlich willkommen zur 63. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir noch irgendwie die Infanterie aufgerüstet. Und jetzt sind wir am gucken, was wir als nächstes machen können. Kriegsrund, okay. Hier waren ja die Ansprüche, die wir da noch machen, ne, oder? Gegenspieler, ne, das war gerade dann fehlgeschlagen. Häfen blockieren, okay. Gucken wir mal gerade rüber, wie es auf der anderen Seite aussieht. Okay, die kämpfen hier immer noch mit den Rebellen. Und wir sind hier. Wie weit? Das ist gleich durch. 1000. Nee, Quack. 939. Und wie viel haben wir hier? 755. Okay, aber wir werden, denke ich mal, weil wir finanziell nicht ganz so top gerade dastehen, ne? Wenn wir dann eine Kolonie erstmal sein lassen. Navigator ist gestorben, okay. Und dann ist die auch selbsterhaltend und dann gucken wir zu, dass wir die nächste nehmen. Ja. Norwegen. Norwegen. Waffenmanufaktur. Ah, die Waffenmanufaktur ist fertig. Erhält 50. Unterstützung für Manufakturen L2. Grundproduktion da, okay. Na, ich glaube, das können wir sowieso abziehen und dann schicken wir die mal dahin. Und ja, das wird dann aber so bleiben gerade erst. Beziehungsweise gehört dann zu Neufundland, ja. Und dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorgehen, ne? Das ist dann da. Ah, da können wir eigentlich schon den Kolonisten abberufen, eigentlich, oder? Oh, wir haben Anspruch darauf verloren. Sehr interessant. Agent entdeckt in Norwegen. Mhm. Können wir denn irgendwo noch Anspruch? Spionagenetz aufbauen, spätigen. Genau, das machen wir erstmal. Das wird dann gleich fertig sein. Ja, da sind sie jetzt mit einer Armee drin. Die ist jetzt aber noch nicht fertig, ne? Nein, ist noch nicht. Oh, da haben wir 21 stehen, ne? Machen dann unsere Schiffe hier so. 21, gut. Das würde bedeuten, die können wir auch direkt wegbringen, ne? So, jetzt ist die selbst erhalten und die gehört jetzt schon gleich zum Neufundland, ne? Sieg. Okay, dann haben wir jetzt Kosten von den Technologien runter. Das ist auch gut. Das läuft noch ein bisschen und jetzt ist das Geld aber auf jeden Fall mehr, ne? Ja, 461. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir weiter vorgehen. Ich würde die ja schon fast nach Europa wieder bringen, ne? Wir haben hier noch 20 stehen. Und 21 haben wir auch zum Rüberbringen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Weil wir können die nicht alle da drüben haben. Wir haben ja hier schon 20, ne? Die Schiffe machen das schon und wir haben ja drei Unterstützungen von denen noch. Haben die wirklich nur drei Einheiten? Das ist nicht viel, ne? Die haben doch jetzt hier noch ein Land mehr gekriegt, ey. Hm, gefällt mir nicht. Machen wir 500. Überall sind 500 dran. Den haben wir hier, Florida. Ja, dann würde ich doch eher das hier nehmen wollen. Wir teilen die mal nicht so auf. Quack, das können wir gleich halbieren. Machen wir nochmal. So, halbieren. Schicken die Hälfte da rein. Und das machen wir hier auch. Und schicken die andere Hälfte da rein. So. Die sind da. Dann müssten wir die noch gerade da reinschicken, ne? Und das dauert noch eine Weile.
So, und wir haben jetzt 5 Taler über. Und hier haben wir natürlich ein neuer Papst. Okay, von Litauen. Militäringenieur. Okay, und wir hatten hier noch eine Möglichkeit, eine Moral der Flotte zu steigern. Oder diplomatische Reputation. Plus 1. Hier oben haben wir Spionagenetzwerk plus 25. Wenn dann diesen, kostet uns einmalig das. Floralflotte. Nehmen wir die mal da rein, oder? Verlieren wir 100 Dukaten oder Unruhen steigen und Handelsgüter. Ah, okay, dann. Können wir das mal. Jetzt kriegen wir da auch noch mehr, ne? Frankreich hat Großbritannien als neuen Rivalen bestimmt. Sehr schön. Oh, die Amerikaner möchten jetzt. Die Franzosen möchten jetzt irgendwie was gegen uns tun, oder wie sehe ich das? Ist ja mal gut, dass wir hier schon mal die Meerenge dann besetzen können. Gehen wir da mal hin und einen die auf jeden Fall. Dann haben wir da schon mal eine große Armee, ne? So, das läuft. Und die sind hier mit 30 Leuten am Stehen, ne? Das ist nicht ohne. Wenn die dann übersetzen, ist das ein Problem, ne? Und sollten wir noch welche rüberholen? Eigentlich nicht, oder? Okay, diese Länderei ist ja besser dahin zu schicken, mit Leuten, weil die ist ja umgeben von unseren anderen Leuten dann. Ein Philosoph ist gestorben, okay. Wie viel Prozent haben wir da jetzt? 972 müsste gleich auch selbst erhalten sein. Könnten wir hier ein paar mehr kriegen, ne? Ist ja richtig schwach. Wie sieht es denn mit Ansprüchen hier bei den Norwegern aus? Noch nicht möglich. Geht aber am Ende, ne? Die haben keine feindlichen Verbündeten. Skandinavien würde mit uns ins Krieg ziehen. Eigentlich sollten wir das jetzt in der. Ja. Eigentlich sollte man das tun. Aber wir haben jetzt gerade unsere Truppen rübergebracht, ne? Geld ist dann weg. Dann müssen wir einen Kredit aufnehmen. Stabilität können wir noch gebrauchen. Haben wir jetzt Minus, müssen wir einen Kredit aufnehmen. Kolonie ist selbsterhaltend. Und da ist der Kredit. Ja. Ist die Frage, wie groß die hier noch sind, ne? Müssten wir jetzt eigentlich die Truppen wieder aus Europa hierher holen, um Krieg zu führen. Ja, wie soll man es handhaben, ne? Eigentlich schon so, ne? Machen wir so. Kanonen können wir alle hier lassen. Na super, das müssen wir andersrum gestalten. Dann bleiben wir jetzt wo? Ja, sind vielleicht ein paar Fehler geworden. 6, 9. Dann machen wir wieder einen zurück. Dann sind das 10.
So, jetzt sind es 15. Die wählen wir aus. Und die schicken wir wieder hier rüber. Bring die mal dahin. Ja. Burgund. Kriegsgrund. Da wurde akzeptiert. Österreich hat den Krieg erklärt. Jetzt haben wir ja auch noch den Anspruch auf diese Provinz verloren, ne? Ist der Hammer, oder? Anspruch können wir aber gerade wieder fingieren. Okay. Kriegsgrund ist geklärt. Ansprüche erhoben. Genau. Und der Rest geht dann noch nicht. Gut, Truppen sollten hier rüberkommen. Was haben wir denn hier noch so alles? Erschaffe eine richtige Flotte. Etabliere Kolonien in Nordamerika. Machen wir doch die ganze Zeit. Errichtet Handel in Italien. Das wird wohl nichts, ne? Aber das hier, das können wir mal annehmen. Weil das müssten wir ja schaffen. 75% unserer Schiffe sollten wir hinkriegen. Wie viel ist 75% von den Schiffen? Oh, 76? Wow, da hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt so viel haben. Okay. Dann 76. Wie viel ist denn von 76 25% weniger? 38 ist die Hälfte. 38 die Hälfte ist 19. 38 plus 19, 48, 57 müssen wir da hinkriegen. Wow. War wohl nicht so eine Idee, ne? Ah, da schau her, da haben die da auch schon einen ausgehoben, oder wie sehe ich das? Wo sind die anderen drei geblieben? Entschuldigung. Aber das ist so. Und die bringen wir dahin. Oder? Da sind fünf. Tja, gute Frage, was wir da machen, ne? Ich glaube, wir ziehen die zusammen erstmal. Aber eigentlich wäre es besser, wir bringen die dahin, oder? Ja, macht nur so Sinn. Anders funktioniert das gar nicht. Und, oder machen wir das dahin? Und die schick auch dahin. Geht noch? Oder laufen die jetzt woanders hin? Okay. Ja, ist jetzt auch egal. So. Die sind alle auf jeden Fall gleich zusammen. Und dann können wir auf jeden Fall gucken, dass wir dann hier aufräumen. In der Hoffnung, dass wir das schaffen, ne? Wie sind denn die so aufgestellt? Ach, guck mal, die haben 22 Militärstufe. Wenn die nichts können, aber kämpfen können die dann. Okay, Diplomatie. Nee, das ist falsch. Das ist richtig. Und es ist niemand bei außer Skandinavien und das können wir dann bestätigen, oder? Aber ich glaube, wir machen das dann so, dass wir... Das können wir machen. Warten noch, bis das durch ist. Und werden dann das machen. Und das machen wir aber alles in der nächsten Folge, denke ich mal. Auch den Krieg erklären und dann werden wir das in der nächsten Runde mit Norwegen schlagen. Okay, dann können wir bestimmt noch gerade hier unser Geld wieder zurückzahlen. Weil da haben wir noch einen Kredit, den möchte ich dann gleich tilgen. Gut, okay, dann sind wir erst soweit und ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich für Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.